Hallo ihr Lieben, hier zu Avatar. Hier gibt es noch ein bisschen was zu erledigen im Heimatbaum. Mal schauen, was er hier möchte. Oder sie. Ich werde im Heilkreis benötigt. Kannst du mich dort treffen? Mein Freund wird bald eins mit Ewa. Und es würde ihm viel bedeuten, Zeuge der Rückkehr der Sarentu zu werden. Okay, das sollte machbar sein. Auch verstorbene Freunde. Das habe ich natürlich nicht aufgepasst, da läuft er, glaube ich. Hallo, mein Freund. Ich habe Kräuter für dich. Und noch etwas. Sarentu und Aranahe sind Freunde. Und in unserer letzten Stunde sollten wir stets Freunde um uns haben. Die Sarentu, ihr seid zurück. Zum Ende meines Lebens. Meine Großmutter liebte einst einen von euch. Ich wuchs mit den Liedern deines Clans auf. Vielleicht singt unser Sarentu-Freund ja. Ich kenne ein Lied. Nicht den Text, aber. Ich erinnere mich. Danke. Ich sterbe mit den Liedern meiner Großmutter im Herzen. Ich werde ihr von diesem Moment erzählen bei Ewa. Natürlich. Ruh dich jetzt aus. Wenn es soweit ist, bin ich an deiner Seite. Komm, reden wir draußen weiter. Okay. Dein Freund wirkt mutig, obwohl er stirbt. Wozu dient Mut im Tod? Die Toten fürchten nichts. Nur die Lebenden können etwas verlieren. Solch ein Verlust geht uns sehr nahe. Wie bei meinem Freund Tsugiri. Dei hat kürzlich einen Freund verloren. Du hast meinem Freund in seinen letzten Tagen Frieden gebracht. Vielleicht kannst du Tsugiri helfen. Die Sarentu haben mit Geschichten Gemeinschaft geschaffen. Ich versuche es. Du machst ihnen alle Ehre. Tsugiri verbringt gerne Zeit in Weberblüte. Ich denke, dort findest du Dem wahrscheinlich beim Trauern. Okay, zur Weberblüte. Wo war die denn nochmal? Da. Was ist ein Tanzkampf überhaupt? Tritt man an, um den besten Einfall zu finden? Es gibt schon Musik, aber nur für den Tanzteil. Sonst geht es darum. Pardon, du darfst. Du vielleicht nicht zu okay? Und die haben auch noch Aufgaben. Und wenn so viele durcheinander quatschen, ist so ein bisschen lästig. Ansonsten finde ich es cool, dass er so lebhaft ist.
Das war ja schon. Wo ist die Muschel? Hey, Deko. Nirgends. Warum sollte ich mein Leben für seine großen Reden riskieren? Tsukiri? Kai dachte, du könntest hier sein. Suchst du nach irgendwas? Nichts, was gefunden werden kann. Mein Freund Hey Deko liebte Streiche. So wie Entdeckungen und Abenteuer. Er wollte mir weismachen, hier oben ein buntes Schneckenhorn gesehen zu haben. Hier? Dieser Lügner. Ich habe ihm nicht geglaubt. Er wollte das Horn wiederfinden, mir das Gegenteil beweisen. Dann starb er bei der Jagd. Der Narr. Wäre es trostreich, es zu finden? Etwas zu haben, was deinem Freund wichtig war? Es existiert nicht. Das ist nur einer seiner Scherze. Mehr nicht. Okay. Habe ich ja sehr viele Anhaltspunkte. Die Felsen im Fluss und eine der großen Kletterpflanzen sehen. Okay, ja. Die Felsen im Fluss. Also von hier aus kann ich auf jeden Fall keinen Fluss sehen. Okay, das könnte schon mal ungefähr passen. Das muss Tsukiris Schnecke sein. Das war ja recht einfach. Oh, Krakenfisch. Lecker, lecker. Macht ja nichts. Oh, was ist das denn?
Schildkröten. Sowas ähnliches zumindest. Im Kampf. Ich wahrscheinlich. Aber hier ist nichts mehr, glaube ich. Gute Neuigkeiten. Ich habe Hey Deko Schneckenhorn. Hier. Zur Erinnerung an deinen Freund. Aber nein. Oh, Hey Deko. Es war keine Lüge. Und ich dachte, er wolle mich. Ich bin ein ihr schrecklichen Freund, Dix. Er versprach, dass ich verstehen würde, wenn ich in diese Schnecke blase. Schaurig und gequält. So entschuldige ich mich bei ihm. Okay. Das soll der gequälte Klang sein, den Hideko meinte? Gequält trifft es ganz gut. Hey, Deko hat mich wieder erwischt. Wenn ich ihn in Ewa treffe, erzähle ich ihm davon. Gequält. Komm zu mir, wenn ich mit Hey, Deko bei Ewa bin. Er wird sich so sehr freuen, dass er recht hatte. Evika wird es umhauen, wenn sie mich so sieht. Abgeschlossen. Ein schöner, ruhiger Tag alleine. Ist das zu viel verlangt? Ja. Ich krieg den auch nicht. Oh, gibt irgendwie was Neues. Sehr schön. Kernausforderung geschlossen, auch sehr schön. Okay, dann sage ich bis zur nächsten Folge. Bye bye und liken nicht vergessen. Bis dahin.